Mosche. Tag 2 auf dem ARK-Festival. Gerade aufgewacht, es ist irgendwie 8 Uhr oder sowas. Jetzt erstmal abchecken, ob es im Backstage-Bereich Kaffee gibt. Den gab es nämlich gestern leider nicht mehr, der war irgendwie alle. Und dann sehen wir weiter. Der ist auch wach. Wenn er nicht so ganz danach aussieht. Aber wir hatten auch eine Menge zu tun gestern. Mussten noch ein Flunkyball-Turnier gewinnen. 3 Runden. Und eine Revanche. Und glanzvoll, wir haben nur ein einziges Mal daneben geworfen und das war ich. Ja. Michael hat einfach jedes Mal getroffen. Das war sehr bewundernswert. Ja. Trotz der Vorrunden. Es gab ein paar Vorrunden. Ja, oh Mann, natürlich alles mit Orangensaft, liebe Kinder. Deswegen geht es mir so schlecht. Ich wurde. Hast einen Vitaminschock bekommen. Oh ja. Und der Seppel, der schnarcht noch vor sich hin im Zelt. Oh, der Seppel, heute früh, warte mal, sieht man was? Nee, wir stehen, sind so gegen das Licht. Der Seppel heute früh, ey, um 7 Uhr oder so hat sein Wecker geklingelt. Sein Arbeitswecker. Und ich glaube, der hat einfach. Ich weiß nicht, was für einen tiefen Schlaf der hat, aber dieser Wecker hat ungelogen irgendwie 1,5 Stunden vor sich hingeklingelt und nur unterbrochen durch ein gelegentliches lautes Schnarchen von ihm. Ansonsten habe ich gesagt, ist er vielleicht noch gar nicht im Zelt, sondern zieht hier immer noch durch die Gegend. Ja, ich wollte ihm gestern Abend noch sagen, dass möge bitte ins Bett gehen, weil er heute einen Auftritt hat, aber... Oh ja, ich hatte auch kurz dran gedacht und dann... wieder vergessen, weil wir wieder werfen mussten. Ja! Ja. Naja, wie auch immer. Jetzt gibt es erstmal lecker Frühstück hier auf dem Gelände. Ja. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wobei die Welt, die ist hier einfach sowas von in Ordnung. Die Kühe, warte mal, sieht man die von hier? Nee. Die Kühe haben schon. Ach, die sind da hinter den Autos. Mist, sieht man von hier nicht. Aber habe ich heute früh schon beim Grasen beobachtet. Und ein gelegentliches, zufriedenes Muhen gehört von der Wiese. Ich dachte, das war der Knicki. ausgewogenes Frühstück hier. Alles da, was man braucht. VIP-Frühstück. Naja, nicht ganz. VIP-Bereich hat nämlich genau zu. So funktioniert das. Ist da noch die Scheibe Käse drauf. Das ist ja das Allerwichtigste. Ja, der Kaffee, genau. Scheiß aufs Essen. Der Kaffee. Oh, der ist aber gut. Oh, was? Was? Willst du etwa sagen, ich gibt's guten Kaffee? Was? Probier mal. Ich habe schon deutlich schlechteren getrunken. Ja, ein bisschen schwach. Ein bisschen schwach. Aber lecker. Um 8.22 Uhr tatsächlich von der Stunde sind wir aufgestanden. Ja. Und um 7 Uhr hat Seppel Zwecke geklingelt. Und um 8. Ja. Ja. Ich habe die Melodie immer noch im Kopf. Das Schlimme ist, ich hatte die auch mal, deshalb habe ich auch sofort unterbewusst darauf reagiert. So. Bin schon aufgesprungen, hatte die Hose an, wollte zur Tür raus, dann ist mir aufgefallen, wo ich bin. Der Seppel ist wach. Was war denn heute früh mit deinem Wecker los, Mann? Was für ein Wecker? Habe ich eigentlich gestern schon, mein geiles Zelt gefilmt eigentlich? Hier, schaut euch das an. Jeden Scheiß, kann das sein? Hier, 20 Euro in einem Outdoor-Outlet gekauft. Ja, gestern zog nämlich irgendwas mit 30 oder 50 geschossen. Das wird immer. Ja, der Wert fällt. Ein Reißverschluss ist schon kaputt. Aber der hat Gott sei Dank, die haben in weiser Voraussicht haben die außen schon 2 Reißverschlüsse dran gemacht. Ich hätte gestern mal. Sonst hätte es gar nicht mehr zugekriegt. Ne? Erzähl uns mehr. Wir haben dich doch geweckt, kannst du dich auch erinnern? Ja, wegen dem Autoschlüssel. Also eigentlich sind wir direkt zu dir gerannt, weil ich auch mit denen diskutiert habe, weil ich nicht mehr wusste, ob du mir den wiedergebracht hast oder nicht. Ich wusste einfach nicht mehr. Deswegen war die erste Anlaufstation, was du. Wir sind direkt zu dir. Weißt du mich ja, du bist der Schlüssel und nein, oh scheiße. Das eine Mädel hat sich schon halb in dein Zelt geschmissen. Ja, da war so ein Bein auf einmal in meinem Zelt. Hat auf einmal zu dritt in meinem das Zelt. Dass ich mir darüber geschrockt habe und der lag da direkt auf dem Boden. Auf dem Boden? Ja, sehr gut. Boden. Aber das heißt, wir kommen jetzt wieder an unser Essen dran. Ja, und so. Wir kommen ja alles dran. Geil, dann hätten wir uns ja Backstage gar nicht für 5 Euro ein Brötchen mit einer Scheibe Käse und Nutella kaufen müssen. Und Kaffee, und das war offenbar ein begrenztes Angebot. Kaffee war begrenztes Angebot, ja. Wir haben so ziemlich einen der letzten Kaffees bekommen, dann ist dieser Vollautomat überhitzt.
Weil einfach, also ich meine, damit muss man rechnen auf so einem Festival, dass morgens dann halt mal so 1000 Leute Schlange stehen, um Kaffee zu holen. Wie stellen wir uns hier auf? Du hier rechts oder was? Ich würde sagen, Schnick, Schnack, Schnuck, Moment. Du hast gewonnen, du stehst nicht. Ich will da aber nicht stehen. Okay. Ja, da ist auch da. Ich versuche gerade verzweifelt herauszufinden, wie man ein Zelt aufbaut. Leck mich. Mike und Stefan sind nämlich jetzt auch angekommen. Wir waren ein bisschen später, weil die vorbildlicherweise noch gearbeitet haben gestern. Im Gegensatz zu euch besser? Ja, zu uns faulem Pack, die einfach gestern schon frei hatten. Wir sind jetzt Backstage, beziehungsweise im Technikzelt. Es ist so warm. Es ist sau warm. Wir haben hier schon mal alles aufgestellt, was wir dann so auf die Bühne schleppen müssen. Und die letzte, also Band vor uns, ist gerade dran. Und dann geht's los. Wir spielen uns hier noch ein bisschen ein, singen uns ein und sowas, was man so alles macht. Wir spielen noch eine Runde Schach. Und dann geht's los. Vielleicht vergessen wir auch diesmal nicht, eine Kamera auf die Bühne zu stellen. Lasst euch überraschen. Knicki! Okay, passt. Aber frei, danke. Ja, erstmal hier die ganzen Taschen leer machen. Das sind immer so viele Krempeldrogen. Geklaute Smartphone. Drogenkommunikationsgerät. Ja. Oh, noch mehr Drogen. Oje, oje. Komm ich jetzt in den Knast? Ah, Gehörschutz. Liebe Kinder, Gehörschutz, ganz wichtig bei lauter Musik. Viele Drogen und Gehörschutz. Putzt du die Gitarre auch mal? Niemals, das lohnt sich gar nicht. Da ist sogar Blut an der Kamera.